vielen Dank, Entschuldigung für die Verspätung. Wie gesagt, ich bin eigentlich erst in 2 Minuten dran, aber ich bin schon ein bisschen früher angesagt worden. Genau. Also herzlich willkommen nochmal. Danke, dass ihr mich hören wollt. Ich werde heute über den Online-Offline-Funnel auf dem richtigen Filament sprechen. Weil, wie vorhin schon angekündigt wurde, ich komme aus der offlineigsten Branche der Welt, nämlich Immobilien. Und ich habe mir jahrelang die Zähne daran ausgebissen, wie man es schafft, online mit offline zu verknüpfen. Wer von den Leuten hier drin ist denn auch in einem Offline-Business oder einem Offline-Unternehmer? Wow, sehr gut, danke. Wer von Ihnen ist denn rein Internetunternehmer und ist schon aktiv? Sehr gut, für euch ist es auch interessant. Wisst ihr eigentlich warum? Weil im Internet-Business gibt es sehr viele Leute, die sich rein mit Online-Bereichen beschäftigen, aber dafür die Verknüpfung Online-Offline bedient so gut wie keiner. Und dort gibt es 0,0 Konkurrenz. So, also darum wird es gehen und damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, wie soll man Immobilien online vermarkten? Wie soll man Immobilien online akquirieren? Wie soll man Vermittler online, also alles, was mit Immobilien zu tun hat, ausbilden beispielsweise? Wie soll man das alles machen? Und gerade die Offline-Unternehmer unter Ihnen, die werden sehen, oh, das ist wirklich ein Problem und deswegen sind sie wahrscheinlich auch hier, weil sie sagen, Mensch, irgendwie ist das alles ein bisschen anstrengend. Wer von Ihnen fühlt denn ab und zu bei seiner täglichen Arbeit Anstrengung? Okay, danke. Und der Rest hat geschwindelt. Woher kommt Anstrengung? Die Antwort liegt in der Physik. Newton hat es schon gesagt, jede Kraft hat eine Gegenkraft. Das heißt also, wenn ein Schrank am Boden steht, muss der Boden den entsprechenden Druck dagegen setzen, damit dieser Schrank dort steht und nicht durchfällt oder hochspringt. Wenn ihr also Anstrengung fühlt, liegt es daran, dass irgendwelche Kräfte dagegen wirken. Ich habe mich zum Beispiel immer gefühlt, wie wenn ich den Stromfluss aufwärts schwimmen würde. Ne? Wer kennt das Gefühl, so, dass kaum hört man auf zu rudern, ist man wieder da, wo man vorher war. Ich will euch diesen Online-Offline-Funnel, den ich für sehr, sehr interessant halte, ein bisschen mit meiner Story verknüpfen, wie das bei mir war. Also zu meiner Story kurz, ich habe in meinem Leben über 2000 Immobilien angekauft und verkauft, das mache ich gewerblich. Aber ich selber privat halte auch einen nicht unerheblichen Immobilienbestand, der mir ein 7-stelliges passives Einkommen beschert. Nichtsdestotrotz war ich nicht zufrieden. Nicht, weil ich nicht gut verdient habe, sondern weil es keinen Spaß gemacht hat. Es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Immer den Reinfluss aufwärts paddeln, immer sich fühlen, wie wenn man an Kaugummi festkleben würde. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Wer von euch hat mal die Idee, erklärt so ein bisschen am Kaugummi? Genau. So, das ging so weit. Ursprünglich war mein Spiel, das mich motiviert hat, ich wollte Geld verdienen und ich wollte viel Geld verdienen. Und das Ganze habe ich dann 2007 erreicht, da habe ich mit einer Unterschrift 2,4 Millionen Euro verdient. Ich fand es so richtig super, das war in Berlin, ich bin damals in Kudamm so halb im Fliegflachs hoch und runter gehüpft und fand es wirklich total fantastisch. Und 2011 habe ich das gleiche nochmal gemacht und danach war ich fast depressiv. Also ich habe es verkauft und habe wirklich richtig viel Geld verdient, die gleiche Summe nochmal, diesmal aber sogar netto. Und saß auf der Kühe und dachte mir, okay. Und dann dachte ich mir, Alex, du hast jetzt eins am Wischer, du verdienst so viel Geld, wie Leute in ihrem ganzen Leben vielleicht nie verdienen und du trinkst einen Kaffee und hast drüber Gedanken, was ist denn da los? So, dann habe ich einfach eins rausgefunden. Mein Job machte mir keinen Spaß mehr. Und er machte mir einfach keinen Spaß mehr. Und ich steckte die ganze Zeit fest in einem Problem, weil einerseits weiß ich als Unternehmer, du sägst nicht den Ast ab, auf dem du sitzt und du beißt auch nicht die Hand, die dich füttert. Aber ich kam einfach morgens nicht mehr aus dem Bett. Wer von euch kennt das vielleicht so ein bisschen? Danke. So, und dann hatte ich die wirklich, wirklich schlaue Eingebung. Nämlich, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was ich wirklich hasse. Und habe das alles mal aufgelistet und habe dann festgestellt, es stimmt gar nicht, dass ich meinen Job hasse, sondern ich hasse nur Teile davon.
Und es gibt Teile davon in meinem Job, die liebe ich, aber ich komme gar nicht mehr dazu, vor lauter Dingen, die ich machen muss, die ich nicht mag. Wer kennt das? Genau. Und dann kam mir, wie auch immer, die unglaublich schlaue Idee. Nee, lass wirklich offen, weil ich mach die PowerPoint. Die PowerPoint kommt ganz am Schluss. Also ich bin Offline-Unternehmer, das heißt, ich arbeite mit Flipchart. Und ich hatte wirklich Probleme, den PowerPoint zu bedienen, weil ich das nie benutze. Aber ich habe euch ein paar Beispiele mitgenommen zum Schluss, dass ihr mal seht, wie ich das genau umsetze, was ich euch jetzt theoretisch erzähle. Und damit ihr das sehen könnt, habe ich dann jede Menge Screenshots da drin, dass man sagt, schau mal, so mache ich das da, so mache ich das da, so mache ich das da. Na, also der Vortrag soll sehr hands-on sein. So, vorweg, ich werde euch erklären, wie ich das gemacht habe und ihr werdet wirklich Spaß haben, garantiere ich euch. Aber ich habe eins festgestellt, wer von euch hätte gerne am liebsten eine Geldmaschine? Danke. So. Ja, ich schreibe gerade ein Buch, das hat einen sehr reißerischen Titel, das heißt Reicher als die Geisens, wie man mit null Startkapital innerhalb von 5 Jahren Immobilienmillionär wird. Wichtig, Bild-Zeitungstitel, Wikipedia-Content. Und die Einleitung fängt in etwa so an. Du bist wahrscheinlich wie viele Leute auf der Suche nach einer Geldmaschine. Wenn du mal bei Giesecke und Devrient in der Prinzregentenstraße in München warst, das sind nämlich die Jungs, die die Geldmaschinen herstellen und auch betreiben und das Geld drucken, dann wirst du sehen, dass diese Geldmaschinen tonnenschwer sind. Riesige Dinger, tonnenschwer, hoch ausgebildetes Personal, Wartungspersonal, verkabelt, Logistik, Security und so weiter und so weiter. Wenn ich euch jetzt so eine Geldmaschine schenken würde, wo stellt ihr die denn hin? In den Garten, die ist sofort kaputt, es regnet einmal drauf, sie wird verzogen, weil kein Fundament da ist, ihr müsst sie auf dein Fundament stellen. So, und ich möchte euch, also ihr müsst sie auf ein Fundament stellen, es muss ein Dach kriegen und dieses Ding muss benutzt werden. Und meine persönliche Geldmaschine ist das Thema Immobilien und ich erzähle den Leuten, wie diese Geldmaschine funktioniert und wie man sie betreibt. Das Buch, das ich jetzt schreibe, wird aber, weil ich festgestellt habe, Leute, die wirklich erfahrene Unternehmer sind, können mit dieser Geldmaschine sofort viel Geld verdienen. Leute, die aber als Unternehmer noch nicht so erfahren sind, können es irgendwie nicht. Dann dachte ich mir, ja, warum denn nicht? Ja, und dann stellte ich einfach fest, was nimmt der Fisch als letztes wahr? Das Wasser um ihn herum. Ja, es fällt ihm nicht auf. Aber ein Fisch ohne Wasser, dem fällt es sehr schnell auf, dass er keins hat. Und das ist mit den Unternehmern so, dass die Unternehmer einfach scheinbar Fähigkeiten haben, warum sie so sind, das stimmt aber nicht, sondern es sind einfach, sie haben das unternehmerische Fundament, das unternehmerische Mindset, das unternehmerische Wissen und die unternehmerischen Werkzeuge. So das würde massiv diesen Vortrag sprengen, aber deswegen sage ich, die Geldmaschine steht auf dem Fundament des unternehmerischen Grundwissens, Mindset und auch der Unternehmerwerkzeuge. Wie schließt man Kontakte? Wie verhandelt man? Warum gibt es Ärger? Wie sucht man ordentliches Personal aus? Und das braucht man auch alles als Privatperson, ja? Weil es wäre zum Beispiel ganz schlau, vorherzusehen zu können, ob der gute Freund einem vielleicht in einer Problemsituation einmal das Messer in den Rücken rammt und so weiter. Also das sind so die Sachen, mit denen ich mich da beschäftige. Zwei Sachen möchte ich dabei rausholen. Nummer eins, was ist Geld? Und Nummer zwei, eine Studie. Die sind das Fundament, auf dem ich diesen Funnel stellen möchte. Fangen wir mit einer Studie an. In USA wurde vor 40 Jahren eine Studie begonnen. Und zwar wurden 1500 High Potentials ausgesucht, anhand von IQ. Die waren alle College-Abgänger. Die waren also alle so, wo man sagen würde, aus denen wird mal was. Und diese 1500 Leute wurden am Anfang sehr genau durchgescreent, was für Motivationen haben die, was für Skills haben die, was für Vorkenntnisse, was für ein IQ haben die. Und das wurde alles ganz genau festgehalten. Und dann anschließend hat man die 20 Jahre begleitet und alle halbe Jahr interviewt und geschaut, was für einen Fortschritt haben die gemacht. Dann, nach 20 Jahren, waren von den 1500 150 Millionäre, was ziemlich viel ist, 10%, aber es waren ja auch High Potentials.
Und jetzt war interessant, ganz am Anfang hat man unter anderem nach der Motivation gefragt und hat gesagt, wer von euch, was ist eure Motivation? Und da gab es grundlegend zwei Gruppen. Die einen wollten Wohlstand haben und finanziell frei sein und die anderen haben gesagt, ist uns egal, wir haben eine Vision, die finden wir cool und an der wollen wir arbeiten. Von den 1500 Leuten waren 1350, die finanziell frei und wohlhabend werden wollten. 150 von denen, also auch 10%, haben gesagt, nö, interessiert uns nicht, wir wollen unsere Vision machen. Zufälligerweise waren dann auch 10% Millionäre. So, wie haben sich denn jetzt diese 150 Millionäre 20 Jahre später auf diese zwei Gruppen verteilt? 90-10, auf was? Ja. Ganz krass. Von den 1350 hat es einer geschafft. Von den 100, also die wohlhabend werden wollen, von den 150 hat es nur einer nicht geschafft und der hat es wahrscheinlich versoffen. So, und daran erkennt man schon, wenn ihr also das Ziel habt, wohlhabend zu sein, dann müsst ihr als erstes mal finden, was ist denn eigentlich euer Purpose? Also was ist das, was ist die Vision, wo ihr richtig Bock drauf habt? Und das ist auch das, was ich dann gesehen habe bei mir. Erst als ich das gemacht habe, habe ich vorher schon gut verdient, habe ich noch viel mehr verdient und hatte einen Heidenspaß. Und das Lustige war, ich habe einfach nur meinem Spaß gefolgt und das Geld kam einfach. Also diese Studie ist Fundament Nummer 1. Jetzt machen wir Fundament Nummer 2. Und das sind eben Teile, die in dem Buch drin sind. Fundament Nummer 2 ist, was ist Geld? Geld hat verschiedene, je nachdem von welchem Blickwinkel man es anschauen möchte, hat verschiedene Definitionen und verschiedene Bedeutungen. Es ist ein Energiespeicher, der es dir ermöglicht, die Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest. Schon wieder sind wir bei dem Purpose. Aber, ganz wichtig, und die Definition müsst ihr können, weil sonst hilft euch das alles nichts, was ihr hier an Marketing lernt. Wenn ihr nicht mit dem Know-how, was ihr hier lernt, euren Purpose verfolgt, werdet ihr es nicht schaffen. Punkt. So, Nummer 2, Geld, und das bitte mitschreiben, ihr müsst nicht viel mitschreiben bei mir, aber das bitte mitschreiben, Geld ist ein Gutschein für gelieferte Ware oder Dienstleistung. So, und Geld hat gelieferte Ware oder Dienstleistung. Ich mache schnell, ich habe nicht so viel Zeit. Vom Prinzip hat Geld riesige Vorteile, nämlich man kann Dinge lagern, man kann einfacher tauschen, es ist ein Lager, ein Tauschmechanismus und so weiter. Gehen wir mal zurück in die Steinzeit. Wie sah es damals aus? Ich war Bäcker und hatte Brote, ich ging auf den Markt, ich wollte von jemandem Eier haben, dann habe ich gesagt, hier ist mein Brot, gib mir deine Eier. Ein Schelm, der böses Ding. Dann hat er mir seine Eier gegeben, was ich 10 Stück, ich habe ihm mein Brot gegeben, wir waren glücklich, bin nach Hause gegangen, haben mir ein Spiegelei gemacht. Nächsten Tag kam ich wieder mit meinem Brot, hat er gesagt, nö, will ich nicht. Und ich sage, warum denn nicht? Sagt er, ist außen verbrannt und innen matschig, mag ich nicht. Ich so, wie, echt? Ist aufgemacht? Ich sage, stimmt, außen verbrannt, innen matschig. Nach Hause, Frauen Anschiss gegeben, hey, was machst du da für ein Kram? Ich bin für den Vertrieb zuständig, du für die Produktion und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, und hier kommen wir zu dem Nachteil von Geld. Geld verdeckt den Tauschmechanismus, weil Geld ist ein Gutschein für gelieferte Ware oder Dienstleistung. Also das Geld repräsentiert in dem Fall die Eier. So, und wenn mein Brot wertlos ist, werde ich kein Geld haben. Versteht ihr, wie ich meine? So, und die Leute, die sagen, oh, ich habe kein Geld, die überlegen sich die ganze Zeit, wie kann ich Geld machen? Also wenn einer sagt, oh, ich muss Geld machen, sieht man schon, dass er das Thema Geld nicht verstanden hat, weil die Frage ist falsch. Die richtige Frage, die schreibt er bitte auch auf, ist, wenn ihr zu wenig Geld habt, wie kann ich mich und meine Dienstleistung viel wertvoller machen, sodass mir die Leute die Kohle in der Sackkarre hinterher tragen? Also sprich, und das ist der Hauptfehler, wenn hier die Person steht, dann muss man sich darauf konzentrieren, ein wertvolles Produkt nach draußen zu bringen. Und nachdem das passiert ist, kommt das Geld von ganz automatisch herein. Wirklich.
Zieht man dagegen am Geld, wird man A, unglaublich unglücklich und B, funktioniert es auch nicht. Man wird also unglaublich unglücklich und unglaublich arm. So, die richtige Frage ist also, wie kann ich Wert en masse für die richtige Zielgruppe liefern? Du kannst auch zum Beispiel Kühlschränke am Nordpol verkaufen. Das heißt nicht, dass der Kühlschrank wertlos ist, sondern es heißt einfach nur, dass deine Ware oder Dienstleistung bei dieser Zielgruppe nicht als wertvoll angesehen wird und somit hast du kein Geld. So, hast du also kein Geld, arbeite an deinem Wert. So, das sind die zwei Fundamente, auf die ich den Funnel stellen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Online-Offline-Funnel. Fragen dazu? Sehr gut. Also, der Online-Offline-Funnel beginnt mit einer Zielgruppe. Und jawohl. Also beginnt mit einer Zielgruppe. Man verzeihe mir bitte meine Arztschrift. Ja, also ich gehe ja jeweils drauf ab. Zielgruppe. So, hier wird der erste Fehler gemacht. Wie ist deine Zielgruppe definiert? Das hat mir keiner gesagt, muss ich selber rausfinden. Eng. Ganz genau. Ich erkläre es euch mal kurz. Wenn ihr das falsch macht, funktioniert der ganze Rest nicht. Also das sind wirklich Hands-on-Sachen. Warum? Stellt euch einmal vor, und das ist eigentlich ganz logisch, stellt euch einfach mal vor, wer von euch, oder ich habe eine Frage an euch, wer von euch hat ein Business und denkt, boah, warum stellen sich die um mich herum alle so doof an? Ich bin unersetzbar, ich kann hier nicht weg und um mich herum sind nur Deppen. Wer von euch kennt dieses Gefühl? Okay, so, ihr habt wahrscheinlich ein Zielgruppenproblem, weil wenn ihr nämlich, stellt euch vor, ihr seid Ford und ihr versucht, alle Autotypen, die ihr habt, also vom Kleinwagen bis zum Transporter, über das gleiche Fließband laufen zu lassen, was würde passieren? Es würde unglaubliche Beschäftigkeit ausbrechen und keine Ergebnisse, keine Produktion und weil keine Produktion, kommt auch kein Geld rein, korrekt? Und der Werkstattleiter müsste ein Genie sein. Es wäre unmöglich, Arbeiter zu rekrutieren, weil die müssten ja alles gleichzeitig können. So, deswegen der wichtigste Punkt bei der Zielgruppe, sie muss eng sein. Woran erkennt ihr, dass eine Zielgruppe eng genug ist? Daran, und das bitte auch mitschreiben, sie hat einen gemeinsamen Kittel-Brennfaktor. Also die Zielgruppe ist erst dann eng genug, wenn alle das gleiche Problem haben. Mit Kittel-Brennfaktor meine ich einfach, jemanden brennt der Kittel. Das sagt man so in Bayern. Also der sagt, das schmerzt. Sobald ihr feststellt, in euren Zielgruppen sind unterschiedliche Kittel-Brennfaktoren, sind es unterschiedliche Zielgruppen und ihr braucht unterschiedliche Fließbänder, online wie offline. Okay? So, wenn ihr aber eine enge Zielgruppe, und es wird alles einfach, also diese ganze Komplexität des Online-Marketings hört sofort, liegt daran, dass die Zielgruppe nicht eng per dieser Definition ist. Weil wenn ihr nämlich eine enge Zielgruppe habt, ist die nächste Frage ganz leicht, was ist meine Bestechung? Mit dem ich die Zielgruppe von Besucher zu Interessenten mache. Online, was ich gelernt habe, online und offline ist eigentlich gar nicht so weit auseinander, es ist eigentlich genauso wie offline. Ihr habt ein Geschäft auf der Königsallee, ein Besucher ist jemand, der vorm Schaufenster steht oder der kurz reingeht und wieder abhaut. Das ist ein Besucher. Ein Interessent ist jemand, der seine Visitenkarte hinterlässt, wo ihr wieder ihn anrufen könnt, wo ihr ihm eine Mail schreiben könnt oder ihn beflyern oder was auch immer. So, warum lieben Leute das Internet? Weil es anonym ist. So, jetzt willst du seine Kontaktdaten. Und der Grund, warum er im Internet ist, ist, weil er anonym sein kann. Was musst du also tun? Du musst ihn bestechen, damit er seine Anonymität verletzt. Das muss so sexy sein, was ihr ihm anbietet, kostenlos, dass er sagt, ich verlasse dafür meine Anonymität. Und wieder sind wir bei Wertliefern.
Danach kommt dann die sogenannte Conversion. Das ist eigentlich Conversion 1. Es gibt verschiedene Conversions. Eine Conversion heißt einfach übersetzt Umwandlung. Wir wandeln in Conversion 1, um von einem Besucher in einen Interessenten. Und als nächstes versuchen wir einen Interessenten in was umzuwandeln? In einen Kunden. Genau. So. Und jetzt passiert Folgendes. Ihr habt jetzt seine Kontaktdaten und was müsst ihr als nächstes tun? Ihr müsst, und das ist die Schwäche vieler Leute, Value liefern. Ihr müsst einfach Wert liefern. Etwas, wo er sagt, boah, das ist aber cool, das ist aber super, das ist aber toll. Was wäre das zum Beispiel? Euer spezielles Know-how. Feuerlöscher für den Kittel. Genau, ein Feuerlöscher für den Kittel, ganz genau. Wenn es damit zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Datingkurs verkaufen würdet, dann würde ich nicht sagen, danke für deine E-Mail-Adresse, kauf unseren Datingkurs und ihn dauernd mit Werbung entsprechend belasten, sondern ihr würdet sagen, okay, Dating besteht aus Frauen ansprechen oder Männer ansprechen. Als nächstes ein Gespräch führen, als nächstes die Telefonnummer kriegen, dann ein Date ausmachen, ein weiteres Date und dann entsteht eine Beziehung. Das hätte, sagen wir mal, 6 Schritte. Und dann würdet ihr ihm einfach gerade die Anfangspunkte ihm alle kostenlos zur Verfügung stellen, sodass er sieht, wow, mit diesem Typen kann ich mein Ziel erreichen. Versteht ihr das? Oder so. Das ist der Praxistest dann. Auf Englisch Dummy ran. Und vom Prinzip her geht es darum, den Value zu liefern, weil der Value hat den Zweck, Vertrauen aufzubauen. Kennt ihr das? Ihr lernt jemanden kennen und der will sofort was von euch. Wie fühlt sich das an? Wie immer. So, macht es doch mal anders. Wie viele Leute kennt ihr, die ihr trefft und die euch was helfen, die euch einen Nutzen, einen Mehrwert bieten? Einen wirklichen Mehrwert und einen erwartungsfreien Mehrwert. Weil diese Person eins weiß, wenn sie Wert nach draußen liefert, kommt das Geld. Und Leute sind bereit, euch Geld zu geben, wenn sie euch für wertvoll halten. Also nicht ans Geld denken, an den Wert, Fokus auf Wert. So, und der Zweck dieses Values ist Vertrauen. Ihr wollt Vertrauen aufbauen. Dann, und das machen viele Online-Marketer meiner Meinung nach falsch, die kommen zu schnell zum Punkt. Also wieder auf der Offline-Welt, ihr lernt ein Date an der Bar kennen, unterhaltet euch kurz mit der Person und sagt dann, wollen wir zu mir gehen. Das ist zu schnell. Ihr müsst eine Beziehung aufbauen zu den Leuten. Und je wertvoller das ist, was ihr anbietet, desto stärker muss eure Beziehung sein. Und die Beziehung wird aufgebaut, indem man Wert liefert. Wie ich das genau mache, zeige ich dann mit dem Beamer an ein paar Beispielen und so weiter. Ich habe zum Beispiel sehr viele Podcasts draußen, wo ich Wissen, wo andere Leute für Seminare Tausende von Euros verlangen, kostenlos rausgebe. Ich habe Videos, ich mache das alles kostenlos. Einfach damit die Leute sehen, oh, das ist cool. Ich bin allerdings auch ein bisschen ein blödes Beispiel, weil ich selber verdiene mein Geld gar nicht mit Internetmarketing, sondern eigentlich nur und ausschließlich mit Immobilien und ich kann es mir einfach leisten, es auch rauszugeben. Aber selbst wenn ich es verkaufen wollte, ich sehe es ja bei mir, ich will es gar nicht verkaufen, die Leute sagen, bitte, mach doch mal was zum Verkaufen, wir möchten mal was zurückgeben. Habe ich heute 3-4 Gespräche geführt. So, also dieses Prinzip, wo ich gesagt habe, das Fundament, auf dem der Funnel steht, funktioniert. So. Würdet ihr jetzt im Online-Business sein und ihr habt lang genug eine Beziehung aufgebaut, dann könntet ihr hier jetzt das erste Mal Werbung machen.
Werbung ist etwas, was ein Call to Action enthält. Mache dies, das oder jenes. Kaufe das, schau dir das an, geh auf diese Verkaufsseite. Und jetzt kommen wir zu den Besonderheiten des Offline-Funnels. Wo wir das benutzen, zum Beispiel für die Akquise von Immobilien, wir geben Hausbesitzern, geben wir sehr viel Value. Wie kann ich den Wert meines Hauses, wie handhabe ich Mietnomaden, wie mache ich Nebenkostenabrechnungen smart und so weiter, geben wir sehr viel Value raus. Und dann sagen wir zum Beispiel, hey, wir machen eine Hausbesitzer-Netzwerkparty. Da kannst du dich mit anderen Leuten austauschen. Das heißt, wir machen jetzt Werbung auf eine Plattform. Warum steht hier Plattform? Ganz einfach. Es funktioniert am besten, wenn ihr die Leute von offline in die Online-Welt holt über eine Plattform. Und dafür müsst ihr etwas nehmen, was socially proven ist. Also was, wo man leicht hingehen kann. Angenommen, du sagst hier Value und sagst dann, ruf an wegen einem Termin. Was passiert dann? Die einen ganz hohen Kittelbrennfaktor haben, werden anrufen. Und was mit den anderen 80%? Die werden sagen, nee, da sitze ich dann bei dem im Office, der sperrt ab, setzt sich vor die Tür und ich komme da nie wieder raus. Macht ihr dagegen eine Netzwerkparty für Hausbesitzer, jetzt an meinem Beispiel, dann passiert was? Es ist sehr unverbindlich, auf so ein Event zu kommen und ihr habt euren Kunden das erste Mal offline, korrekt? Was wollt ihr denn normalerweise, wenn ihr Kunden habt? Wollt ihr ja auch, dass die Empfehlungen bringen, richtig? So, ich denke, es ist sehr schwer, wer von euch hat schon mal versucht, Termine auf Empfehlung zu bekommen? Also so, hey, gib mir mal eine Empfehlung und dass wir einen Termin ausmachen können. Das ist schwer. Warum? Weil die Leute kennen dich noch nicht persönlich. Jetzt kennen sie dich schon ein bisschen, hier über die Videos zum Beispiel, die man hier entsprechend rausschickt. Aber sie kennen dich noch nicht persönlich, vielleicht verstellst du dich ja. So, aber auch ein stockkonservativer Hausbesitzer kennt andere Hausbesitzer, sind wir uns da einig? Und der hat auch kein Problem, den dann zu so einer Plattform mitzunehmen, weil es ist sozial total okay, Leute zu solchen Events mitzunehmen. Es ist unverbindlich und es ist interessant. Ihr könntet zum Beispiel auch eine Galerie, also ihr könntet den Künstler dahin und sagen, hey, Kunst und Immobilien, also irgendwas, wo man sich ungezwungen das erste Mal unterhalten kann. Der Riesenvorteil von solchen Plattformen ist, eure Zielgruppe bringt andere mit. So, und jetzt, also ab hier beginnt der Offline-Funnel. So, und dann braucht ihr drei Dienste. Das habe ich sehr lange falsch gemacht. Ein Einführungsdienst. Ihr braucht einen Einführungsdienst und ein Einführungsdienst muss immer kostenlos sein. Also wir sind jetzt auf dieser Hausbesitzer-Party und dann sagen wir, ja, wir bieten einen kostenlosen Service an, nämlich Unterlagen für Immobilien mal verkaufsfähig aufzubereiten. Ja? Ja. Ja, also der weitere Vorteil, ich habe noch nicht so viel Zeit, es ist wirklich genial, weil machst du mit einem Kunden, der dich noch nicht kennt, das erste Mal einen Termin in einem Office, in welcher Schublade landest du dann? Business. Wenn er das erste Mal auf eine Netzwerkparty kommt, bist du Gastgeber, er ist Gast, du begrüßt ihn persönlich, du gibst ihm was zu essen, was zu trinken, du kümmerst dich um ihn, du stellst ihm andere Leute vor und so weiter. Das heißt, du bist in einer ganz anderen persönlichen Ebene. Deswegen ist es sehr schlau, das über diese Plattformen zu machen. Es hat noch einen Vorteil. Wer von euch kennt Social Proof?
Gut, der Rest kauft sich bitte ein Buch. Das heißt auf Englisch The Science of Persuasion, auf Deutsch die Wissenschaft der Überzeugung oder sowas, von Robert Gialdini. Gialdini. Bitte? Cialdini. Sorry. Also Social Proof, also das ist die Bibel aller Marketingleute. Wenn ihr das nicht kennt, könnt ihr es echt vergessen. Das ist eins der wichtigsten Bücher, wo er echt Bauklötze staunen wird. Ist so dick, aber ihr fliegt es durch, wenn ihr euch für Marketing interessiert. Das ist der absolute Wahnsinn, das Ding. So, und es gibt 6 Gesetze, die die Leute im Marketing in gewisser Weise beeinflussen. Eins davon ist sogenannter Social Proof. Das Gesetz sagt, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, schaue ich darauf, was andere tun, die mir ähnlich sind. So, und deswegen haben wir auf diesen Plattformen immer 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kunden, die echte Hardcore-Fans sind. Die sagen, wow, die machen einen richtig guten Job da. So, und jetzt kommt ein neuer und dann stellen wir denen natürlich auch den neuen vor, aber natürlich unseren Hardcore-Fans. So, und der macht dann was? Ganz von sich aus sagt er, Mensch, wie kamen Sie denn zu diesem Laden hier? Und dann sagt er, ja, ich bin Ihr Kunde, das war total super, die haben mir alles geholfen, es war alles super, es war alles wunderbar und so weiter und so weiter. So, dann unterhält er sich derweil noch mit ein paar anderen Leuten und er hört 4, 5, 6 Mal, alles super hier. Das geht so weit, dass sie sagen, ja, und warum hat mir das noch keiner angeboten? Kein Witz. So, und dann müsst ihr einen sogenannten Einführungsdienst haben. Ein Einführungsdienst ist immer kostenlos. Das wäre zum Beispiel, wir bereiten dir kostenlos mal deine Unterlagen und schauen, was fehlt, damit du überhaupt verkaufen kannst. Oder wir checken mal deine Kreditverträge, ab wann du denn aus den Verträgen raus kannst. Das interessiert uns natürlich alles, weil wir die Immobilien kaufen wollen. So, und das machen wir kostenlos. Und früher habe ich einen Fehler gemacht, ich bin vom Einführungsdienst direkt auf den Hauptdienst gegangen und das ist ein großer Fehler und das machen alle so. Sie gehen her und geben einen kostenlosen Dienst, ein Seminar oder was auch immer, dann heißt so, kaufe was bei mir. Korrekt? So, hier dazwischen braucht ihr einen sogenannten Grunddienst, das ist das fehlende Ding. Und ein Grunddienst ist ein einfaches Commitment, wo ihr euren Interessenten das erste Mal zum Kunden macht. Wer von euch kennt die Pearl-Werbung, wo im Fernsehen kommt, wo die diesen Akkuladeding für 5 Euro anbieten, um fürs iPhone so ein portables Ladegerät zu haben? Wer kennt das? Gut, kostet 5 Euro, da legen die drauf. Porto, Verpackung und so weiter. Ja, aber sie wollen es nicht für umsonst. Sie wollen, dass du das erste Mal die Kreditkarte zückst, weil du nämlich, sonst wäre es ein Grunddeal, wäre es ein Einführungsdienst. Aber dieses Ding inklusive Porto und Handling kostet mindestens 12 bis 15 Euro. Sie geben es dir aber für 5. Warum? Weil sie wollen, dass du Kunde wirst bei ihnen. Hier sind wir praktisch bei Conversion 2. Hier wirst du vom Interessenten zum Besucher. Bitte? Der Grunddienst ist jetzt also Conversion 2. Oder der Hauptdienst? Nee, der Grunddienst ist Conversion 2. Also wenn du ihn umwandelst vom Interessenten in einen Kunden. Und es ist egal, ob du dabei drauflegst oder nicht. Da gibt es auch einen Spezialausdruck. Ich will jetzt nicht zu kompliziert werden. Das ist der CLV. CLV heißt Customer Lifetime Value. Wenn du es eine Zeit lang machst, weißt du, was du im Durchschnitt an dem Kunden verdienst. Sondern wenn du weißt, du verdienst im Durchschnitt an dem Kunden 800 Euro, dann ist es kein Problem, am Anfang 5 Euro Miese zu machen. Und so machen das die Pearl-Jungs. Die wissen einfach, im Durchschnitt kauft der Typ, wenn er das erste Mal bei uns gekauft hat, für 800 Euro. Also machen wir gerne mal 5 Euro Miese am Anfang. Aber macht das nicht jeder? Gut. Nein, ich verstehe, was der Herr meint, weil
das ist eben das, manche Leute wissen es und für die ist es ganz normal und manche wissen es nicht. Das Geniale an diesem Funnel ist aber, dass er vollständig ist. Natürlich weiß jeder einzelne Teile davon, aber er ist vollständig. Und ich werde euch noch ein paar Sachen erzählen, wo ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh wow, das hatte ich so auch noch nicht im Blick. Also keine Sorge, es kommt noch was. So, und Zweck ist es, ihn von einem Interessenten in einen Kunden umzuwandeln. Und er ein erstes Commitment abgegeben hat, wo er sagt, hey, wow, er hat seine Kreditkarte gezückt. Und erst dann im nächsten Schritt geht man auf den Hauptdienst. Im Online-Marketing nennt man das auch gerne Upsell. Aber bei Immobilien ist der Upsell immer ziemlich groß. So, und es ist sehr schwer von kostenloser Dienstleistung zu unterschreiben einen Notarvertrag, wo du was kaufst oder verkaufst, zu kommen. Und dazwischen muss man einen kleinen Grunddienst einbauen. Und das Lustige ist, es ist egal, ob der 200 Euro kostet oder nicht. Oder 200 oder 400, also der Preis ist egal. Es muss ein Commitment des Kunden ausrufen in Richtung Hauptdienst. Das noch notieren. Der Grunddienst muss ein Commitment, also eine Unterentscheidung in Richtung Hauptdienst sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Immobilien verkauft und ihr verkauft ihm vorher, ich sage mal, einen Bausparvertrag, wäre das ein Commitment, egal ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, Richtung Immobilie. Verkauft man ihm vorher eine Krankenversicherung, ist er zwar Kunde geworden und es ist besser, als nur Interessent zu sein, aber es ist kein Commitment in Richtung Immobilie. So. Wenn ihr den Grunddienst auslasst, drittelt sich die Abschlussquote. Drittelt! So, und jetzt habe ich mir beispielsweise Apple angeschaut, so als Vorbild für Marketing. Sind wir uns einig, dass Apple gutes Marketing macht? Ja. Okay. Wie oft werben die denn? Kaum. Wie zum Teufel machen die das? Wisst ihr, was der Haupttrick von Apple ist? Ihr habt 15 Jahre gebraucht, um das rauszukriegen. Und das ist das, was hier unten noch fehlt. Jede Firma hat ein Organigramm. So, das ist unser Organigramm, das sind unsere Abteilungen. Und drunter steht, was produzieren wir? Was soll rauskommen? So wie der Kollege vorher gesagt hat, also das was. Das Warum ist zwar wichtig, aber trotzdem muss definiert sein, was. So, und ich mache mal als Beispiel, bei Samsung steht dann da, wir produzieren, also was wir machen, wir produzieren coole Hightech-Items, technisch weit fortgeschritten, mit ansprechendem Design zu günstigem Preis. Sind wir uns einig? Das wäre so in etwa das, was bei Samsung steht. Bei Apple steht etwas ganz anderes unten dort. Das gibt es aber nicht zu lesen. Apple produziert aktiv in seinem ganzen Marketing- und Verkaufsprozess Evangelisten. Für die reicht es nicht, ein iPhone zu verkaufen, dann hören die nicht auf, sondern die machen das iPhone und den ganzen Ablauf so, dass du eine wandelnde Werbesäule für Apple wirst. Durch das Design des Produktes, durch die Gadgets, durch die A-Guckmals und so weiter und so weiter. Könnt ihr ganz leicht testen. Wer von euch hat ein iPhone? Okay, danke. Wer von euch, denkt mal drüber nach, wo ist die Entscheidung gefallen? Bei einem Freund? Oder in dem Apple Store. Wer hat bei einem Freund die Kaufentscheidung getroffen? Gut, wirklich die Kaufentscheidung. Und wer hat sie im Apple Store getroffen? Und selbst wenn du sie im Apple Store getroffen hast, hat es vorher ein Freund 2, 3, 4, 5 Mal gezeigt. Der nächste Punkt, was Apple macht, interessiert euch das noch ein bisschen? Ja. Das ist, jede Zielgruppe folgt diesem Prinzip. Hier sind, das sind ungefähr 3%, das sind Leute, kreative Innovatoren. Dann gibt es sogenannte Early Adopter.
Das sind ungefähr 15%. Also, kreative 3%, Early Adopter, ich sage gleich was dazu, was Early Adopter sind. 15% Early Mass, also die frühe Masse, die späte Masse, und hier sind die Nachzügler, das sind praktisch die Leute, die immer noch Telefone mit Wählscheibe kaufen würden, wenn es es noch gäbe. Apple zieht ausschließlich auf diese Leute ab. Das gesamte Marketing von Apple basiert ausschließlich auf diesen. Warum? Weil Apple weiß eine Sache, die viele Leute nicht wissen, nämlich, dass die Early Mass erst kauft, wenn sie mindestens ein oder zweimal von einem gehört hat, er hat es schon. Würdest du also die direkt adressieren, hast du verloren. Die Late Mass kauft erst, wenn sie es 5, 6, 7 Mal von Leuten gehört hat, dass sie es schon haben. Und Apple macht es sich ganz leicht. Die fokussieren sich ausschließlich auf die. Das sind praktisch die Schafhirten der Evangelisten. Early Adopter, die Leute, die es schnell annehmen. Early Adopter, also Leute, die schnell etwas annehmen, sind statusinteressiert. Die wollen die Ersten sein. Die wollen positiv dastehen. Die sind risikobereit und die sind meistens finanziell gut dastehend. Während die Early Mass, also hier ist, sagen wir mal, hier ist der Banker angesiedelt, ja, der wäre ungefähr hier. Und die sind irgendwo so, ja, ein bisschen innovationsfreudig, aber keine Experimente und schauen schon auch, was die anderen machen. Für die ist Social Proof sehr wichtig. Die nicht, die sind anti-Social Proof. Die wollen die Vorbilder sein. So, und du kannst dein Marketing gezielt auf die ausrichten. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Apple 450 Dollar Eintritt nimmt bei seinen Produktpräsentationen? Erstens ist es schon geil, ne? Wenn du dein Produkt präsentierst und dafür, dass du eben was verkaufen darfst, 450 Dollar nimmst. So, aber wisst ihr, warum die das machen? Wegen dem Geld? Nein, weil sie damit die Early Adopter filtern. Weil der da sagt, ich bin noch nicht blöd. Der da sagt, ich bin noch nicht blöd. Der da sagt, geil, da kriege ich die Infos als Erster und alle hören mir zu. Also ihr seht, da steckt relativ viel dahinter. So, und jetzt kommt Trick 17 von diesem Online-Offline-Funnel. Der Funnel produziert bei mir Fans, die Immobilien ge- oder verkauft und bezahlt haben. Das ist das, was ich produziere. Ich produziere Fans, die Immobilien gekauft und bezahlt haben. Beziehungsweise, wenn ich ankaufe, produziere ich Fans, die Immobilien verkauft haben und ihr Geld gekriegt haben. Warum ist das so wichtig? Weil wir hier ein Perpetuum mobile bekommen. Diesen Fan laden wir auf die nächste Netzwerkparty ein und sagen, bring doch mal wen mit. Macht er das, wenn er wirklich ein Fan ist? Und es auch noch eine coole Party ist, genau. Er nimmt also die Leute mit auf die Plattform, deswegen brauchen wir eine sozial leicht akzeptable Plattform, damit ein Fan, auch wenn er Psychiater ist beispielsweise, es trotzdem schafft, jemanden mitzubringen. Oder Denker. So, also vereinfacht gesagt, es geht darum, Leuten die Chance zu geben, sehr leicht Leute mitzubringen. Sie tun es aber nicht, wenn sie keine Fans sind. Und jetzt erzähle ich euch was Obercooles, was ihr vielleicht nicht so zu schätzen wisst, wenn ihr aber es benutzt, macht es richtig Spaß. Wisst ihr, was der Grund ist, warum Leute Empfehlungen geben? Danke für diese Antwort. Hierhin habe ich eine gehört, die will ich nicht sagen, weil die stimmt. Nein, danke für die Antwort. Das stimmt, aber es ist nur die Grundlage. Also damit jemand empfiehlt nicht, wenn er nicht zufrieden ist, aber erstaunlicherweise empfehlen zufriedene Leute auch nicht.
Der Grund, warum Leute empfehlen, ist der einzige, ist, weil sie denken, durch die Empfehlung steigt ihr eigener sozialer Status. Durch die Empfehlung steigt ihr eigener sozialer Status. Umgekehrt, Leute empfehlen nicht, wenn sie denken, dass durch die Empfehlung ihr Status eingeschränkt wird. Warum empfiehlt keiner einen Versicherungsvertreter? Warum empfehlen Leute ein iPhone? Oh, das ist aber cool, schaut cool aus und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen. So, was auch immer ihr produziert, deswegen ist das so wichtig. Und es fällt immer wieder zurück auf das. Den ganzen Funnel könnt ihr vergessen, wenn ihr das nicht verstanden habt. Euer Produkt muss wertvoll sein und es muss so wertvoll sein, dass der Typ, der es weiterempfiehlt, von seiner Empfehlung einen Schulterklopfer kriegt und sagt, boah, cool, danke, dass du mir das gegeben hast. Wenn ihr das schafft, und das ist nicht so schwierig, man muss es nur wollen, wenn ihr das schafft und im Auge behaltet, bei allem, was ihr ausliefert, kriegt ihr Viren. Brrr. Weil ich achte bei allem, bei dem Vortrag hier, bei allem darauf, dass jemand sagt, Fischer, musst du dir anhören. Manchmal gelingt es mir nicht, aber ich versuche es immer. So, einfach jedes Mal, bei jedem Video achte ich darauf, dass Leute sagen, wow, das ist cool. Und wenn ich das jemandem weiterleite, der sagt auf keinen Fall, was war das für ein Quatsch. So, und das ist, geht nicht ohne Value, es geht nicht ohne Mehrwert und es geht nicht ohne Wert. Okay? So, und deswegen steht hier, Fans, die Immobilien gekauft und bezahlt haben. Fragen dazu? Kann man das so anwenden aufs Offline-Business? Klar muss man ein bisschen schrauben, ein bisschen tun, aber kann man so beratungsintensive Dienstleistungen online die Kontakte generieren, online das Vertrauen aufbauen, sie online zu Fans machen? Wie mache ich das zum Beispiel? Also ich wollte mal wissen, wie ich zu Online-Marketing überhaupt gekommen bin. Gar nicht eigentlich. Ich wollte eigentlich gar kein Online-Marketing machen, sondern ich habe aufgeschrieben, was ich an meinem Job hasse und das war immer wieder das Gleiche erzählen. Ich wusste, ich muss 20 Vermittler ausbilden. Die Ausbildung dauert ca. 40 Stunden, damit einer verkauft und der bleibt im Durchschnitt 2,5 Jahre. Conversion Rate 1, 2, 3 und so weiter. Und darauf ist 80% meiner Zeit drauf gegangen. Und jetzt mache ich das nun mal schon 20 Jahre und ich konnte es nicht mehr hören. Ne? Sondern erzählst du einem, guck mal, so und so macht man das. Und dann schaut er dich mit großen Augen an und sagt, Alex. Und denkt, du hast die Frage noch nie in deinem Leben gehört. Alex, aber eine Frage habe ich. Was ist denn, wenn der Mieter nicht bezahlt? Ja, und dann, aber er schaut dich mit solchen Augen an und sagt, meint wirklich, hat jetzt die Frage aller Fragen gestellt. Und ich höre sie, ich wusste zum Schluss, welche Frage bei welchem Typ in welcher Reihenfolge kommt. Und es ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich einfach eigentlich, und diesen Tipp wollte ich euch auch noch mitgeben, ihr müsst nicht nur Online-Marketing machen, denkt doch mal an Online-Automatisierung, die Dinge loswerden, die ihr auch vom Band runterspielen konntet. Und ich habe am Anfang nur Online-Automatisierung gemacht, das heißt, ich bin gar nicht hergegangen und ich habe noch ein bisschen, ne? Ihr habt mich zu früh angesagt. doch. Ich bin auf den, 10 Minuten ist kein Problem, das schaffe ich. So, Hintergrund ist, wo war ich stehen geblieben? Und das Erste, was ich gemacht habe, ich hab entdeckt, wow, es gibt Autoresponder, es gibt Software, die automatisiert E-Mails auch mit Videos ausliefern kann, ist ja super. Und dann habe ich 3 Monate die Extrameile, 6 Wochen gelaufen und habe abends all mein Wissen, was ich normalerweise diesen Vermittlern sage, in kleine Videos runtergedreht. Und in Zukunft, wenn ein Vermittler kam, habe ich mit dem eine Stunde Kaffee getrunken, mich nett über das Wetter unterhalten, habe gesagt, gib mir deine Visitenkarte, ich trage dich da ein, in 6 Wochen meldest du dich. Weil dann hast du die wichtigsten Sachen gesehen und dann können wir arbeiten. Ich hatte auf einmal nichts mehr zu tun. Früher habe ich 40 Stunden mal 20, 800 Stunden gemacht, um einen Vermittler rauszukriegen oder um 20 auszubilden. Jetzt konnte ich in der gleichen Zeit 800 machen. Und ich hatte nichts mehr zu tun und dann fing die auch noch an, meinen Kram weiterzuleiten. Die Vermittler haben es unter den Vermittlern rumgeschickt und so weiter und so weiter. Dann riefen auf einmal Kunden an, hey, finden wir auch cool, kannst du das nicht auch mal für Kunden machen?
Und so ging es dann weiter. Und da dachte ich, oh Mensch, das ist ja toll. Und vor allem, was machst du denn jetzt mit deiner vielen Zeit? Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann die Zeit genommen, um das nächste zu automatisieren. Nämlich, sobald Leute Immobilien gekauft haben, passiert was? Sie stellen immer die gleichen Fragen. Wie mache ich eine Nebenkostenabrechnung? Wie kann ich den Wert meiner Immobilie erhöhen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Miet- und einer WG-Verwaltung? Was ist eigentlich dies, das, jenes? Ja, und das habe ich dann einfach nur gemacht. So, und was dabei passiert ist, ist, dass das dann auch wieder weitergeleitet wurde. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, schalt es doch mal auf YouTube frei. Also mein YouTube-Kanal gibt es seit 2013, aber nur als Plattform, um meine Videos per E-Mail zu verschenken. Irgendwann habe ich gesagt, komm, mach mal 10 auf. Also die waren dann öffentlich einsehbar. Nicht Keyword optimiert, gar nichts, sondern einfach nur auf. Irgendwann habe ich vergessen, nach einem Monat schaue ich wieder hin und sage, so viele Views, was ist denn da los? Und dann habe ich mich erstmal angefangen, damit zu beschäftigen. Und dann dachte ich mir, oh, ist ja cool. Und ich hatte ja auf einmal so viel Zeit. Und dann habe ich angefangen, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen. Und jetzt ist das Coolste der Welt. Ich mache noch 10% meiner Zeit in Immobilien, verdiene aber dreimal so viel wie vorher dran. Und mit diesem Mehrgewinn sponsere ich das, dass ich einfach coolen Value liefern kann. Hierzu möchte ich euch noch schnell eine Sache zeigen, bevor wir uns die Screenshots anschauen. Unterschätzt mir bitte das Thema Value nicht. Ich habe zum Beispiel ein Immobilienlexikon geschrieben, wo die wichtigsten 350 Definitionen drin sind, ohne dass in der Definition weitere Fachbegriffe entstehen. In der Definition sind keine weiteren Fachbegriffe. Ihr kennt das, ihr versucht ein Wort nachzuschlagen und dann ist es grauenvoll. Und ich habe mir die Arbeit gemacht, alles, was ich definiere und was irgendwie existiert, entweder ein Foto oder ein Muster beizulegen, sodass man sich das ganze Ding auch mal anschauen kann. Dieses Ding könnt ihr auf meiner Webseite kostenlos haben. Als E-Book. So, und all diese Sachen sind einfach, weil ihr seht, das hat hohen Wert für die Leute. Und wenn du hohen Wert lieferst, kommt mir entsprechend wieder was zurück. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich nutze sehr intensiv YouTube. Wir haben hier nämlich einen Punkt vergessen, Traffic. Der fällt mir jetzt gerade ein. Das heißt, die Leute müssen auch noch zu dir kommen. Also Traffic kommt direkt nach Zielgruppe. Entschuldigung, bitte das dort einfügen. So, und ich benutze als Traffic-Quelle zwei Hauptsachen. YouTube. Und wenn ihr dort Immobilien eingibt, werdet ihr feststellen, ihr kommt nicht an mir vorbei. Was ist YouTube? YouTube ist eine Suchmaschine und Suchmaschinen funktionieren mit Keywords. Deswegen ist jede dieser 350 Definitionen auch als Video vorhanden. So sieht mein Kanal aus. Das sind die Immobilienlexikon-Videos. Ich kriege schon Stress von hinten. So sehen dann die Videos aus und du kannst praktisch kein finanzielles Wort bei YouTube eingeben, ohne nicht sehen zu müssen. So, jetzt ist aber wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der euch das erste Mal sieht, danach was ist? Ein Fan. Dafür müsst ihr Value liefern. Das ist das Buch, das ich schreibe, da freue ich mich richtig drauf. Ja, ich weiß schon. Da freue ich mich richtig drauf, weil das beschreibt nämlich das Fundament aller Geldmaschinen. Ist das Know-how, wie das mit dieser Studie, wie das, was ist Geld, also das unternehmerische Know-how. Und dieses Ding gebe ich raus, das werde ich gegen einen kleinen Unkostenbeitrag verschenken. Also das heißt, nur für Porto und Verpackung, da lege ich leicht drauf. Aber dafür habe ich dann ein Upsell als Hörbuch, das kostet 19,90 Euro. Und Sprecher wird sein Alex Fischer und Gordon Gekko von Wall Street. Bitte? Das ist ein Grunddienst, ganz genau. So, das ist mein Podcast. Schaut euch das mal an. Januar, das ist dieser Januar, der ist noch nicht zu Ende, 47.714 Downloads. Und den hat er deswegen, weil er wirklich Wert liefert. Und ich bin praktisch der Wertapostel und sage, schaut drauf, dass ihr wertvolles Zeugs abliefert. Schau mal, ihr könnt euch bei mir einen Podcast kostenlos holen, das Immobilienlexikon. Ihr könnt über 800 Videos bei mir alles kostenlos anschauen.
Bei Xing, das habe ich ja auch nochmal reinkopiert, ist auch eine tolle Trefferquelle. Bei Xing kommt es darauf an, dass ihr dort oben, wenn ihr das benutzen wollt, nicht einfach reinschreibt euren Firmennamen. Wer interessiert denn euer Firmenname? Bei mir steht da drin Alex Düsseldorf Fischer, Immobilieninvestor, und es steht ein Benefit drin. 432 Videos, also das da oben ist meine Vorschau. Wenn ihr mich in Xing schaut, steht dort Alex Düsseldorf Fischer. 432 Videos für smartes Unternehmertum kostenlos auf meiner Webseite. Das Immobilienlexikon, so sieht meine Webseite aus. Value, 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 kostenlose Checklisten, kostenloses Immobilienlexikon, kostenloses Ding, wer ist Alex Fischer? Demnächst steht hier noch das Buch, kostenloser Podcast, alles kostenlos. Das ist ja kein Problem, weil ein Download mehr oder weniger kostet euch ja kein Geld. So, dann habe ich hier einen Immobilieninvestor-Masterkurs, Hausbesitzer-Know-how-Masterkurs, finanzielle Intelligenz, Immobilienlexikon. So, ich muss es schnell machen. Das sind die Rezensionen, die könnt ihr auf meiner Webseite sehen von Fans, die das einfach hingeschrieben haben. Die sind nicht bestochen worden. Ich habe nicht gesagt, los, mach das, sondern die schreiben das regelmäßig. Ich kriege 10 unaufgeforderte Testimonials am Tag. Und ich erzähle es nicht, um zu sagen, was für ein toller Typ ich bin, sondern ich sage euch, wie das funktioniert, wenn ihr euch auf Value konzentriert. Ihr müsst nur Value im Auge haben, nicht Geld. Fünf-Sterne-Rezension, eine 4-Sterne beim Podcast. Wer von euch das kostenlose Buch möchte, reicher als die Geissens, schickt bitte eine SMS an diese Nummer. Ihr werdet es lieben, dazu sage ich jetzt noch einen Ton. Ursprünglich, und dann bin ich fertig, ursprünglich habe ich dieses Buch geschrieben mit dem Zweck, nicht immer die gleichen Fragen zu beantworten. Wie knüpft man Beziehungen, Prinzipien, Pfanne, dies, das, jenes. Und ich war es einfach leid, immer das Gleiche zu erzählen. Dann habe ich angefangen zu schreiben, dann habe ich mir gedacht, boah, cool, jetzt schreibst du es noch ein bisschen hochwertiger, dann kannst du es deinen Freunden und deiner ganzen Umgebung geben und das wird die alle anheben, sodass es dir und deiner Umgebung besser geht, weil die bessere Umgebung koppelt sich ja auf mich positiv zurück. Habe ich angefangen weiter zu schreiben, dann habe ich gesagt, nee, du schreibst den Value so hoch, ich habe einen 10-jährigen Sohn, den ich sehr liebe, ich werde dieses Buch so schreiben, und da könnt ihr mich beim Wort nehmen, ich werde dieses Buch so schreiben, dass wenn ich 300 Seiten hätte und das Wichtigste über das Leben, also über Geld verdienen, aber auch über glücklich sein und über das Leben aufzuschreiben, was würdest du deinem Sohn mitgeben auf 300 Seiten? Und so ist dieses Buch geschrieben, wird ungefähr April rauskommen. Ihr könnt euch jetzt anmelden, die erste Auflage verschenke ich, danach wird es Geld kosten. Vielen Dank fürs Zuhören, es war mir ein absolutes Vergnügen.